einmal, der Deutsche Naturschutzring grüßt alle hier ganz herzlich. Toll, dass ihr da seid. Toll, dass ihr durchgehalten habt. Und toll, dass wir so viele sind. Denn wir wissen alle, es braucht viele, um Veränderungen endlich in Gang zu bringen. Es ist heute schon oft gesagt worden, dass es viele gute Gründe gibt, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Bäuerinnen und Bauern zusammen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Egal ob aus der Stadt oder vom Land. Und es ist auch schon oft gesagt worden, es bringt überhaupt niemandem etwas, wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen. Liebe Leute, da warten nämlich ganz andere darauf, dass das passiert. Aber wir wollen das eben genau nicht. Wir wollen nicht, dass Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz gegen die Existenzsorgen der Landwirte ausgespielt werden. Wie gesagt, da warten ganz andere drauf. Und was Julia Klöckner gestern von sich gegeben hat, war schlicht eine Frechheit. Denn wir hören ja, wir wollen miteinander reden. Und es ist auch erfolgreich. Deswegen, weil wir diese Agrarwende wollen, weil wir sie brauchen, weil wir keine leeren Versprechungen wollen und keine Heilsversprechungen und nur irgendwelche Floskeln, gehen wir ja zusammen auf die Straße. Und deswegen gehen wir ja auch schon seit 10 Jahren gegen die Gentechnik auf die Straße. Und es hat was gebracht. Wir wissen ja inzwischen, dass die Heilsversprechungen, weniger Chemie auf dem Acker, weniger Hunger in der Welt, bessere Erträge, das alles ist nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil, die Designerpflanzen der Agrarmonopole haben letztendlich zu mehr Pestiziden geführt und zu größerer Abhängigkeit der Landwirte von den Agrarkonzernen. Und jetzt kommen plötzlich die gleichen Agrarkonzerne daher und sagen, alles, was die alte Gentechnik nicht geschafft hat, da haben wir jetzt eine wunderbare neue Methode, die neue Gentechnik wird genau das schaffen. Ja bitte, wer soll das denn glauben? Und wir wissen auch, dass diese neue Gentechnik sicher viel größere Möglichkeiten hat, aber eben auch viel größere Risiken. Und da kann es doch wohl nicht angehen, dass diese Risiken nicht ordentlich kontrolliert und nicht ordentlich begleitet werden soll. Wer soll denn glauben, dass das ein guter Weg ist, dass diese Technologie sicher ist? Deswegen, ja. Deswegen ist es richtig zu hinterfragen, warum das nicht gesetzlich begleitet werden soll. Was denn eigentlich los ist, dass diese neue, durchaus mit Risiken verbundene Technik plötzlich einfach so durchlaufen soll. Deshalb fordern wir vom Deutschen Naturschutzring und Gott sei Dank auch ganz viele andere, dass auch die neue Gentechnik nach den gleichen strengen Regeln beurteilt werden muss wie die sogenannte alte Gentechnik. Auch für die neue Gentechnik muss gelten, nur nach europäischem Gentechnikrecht kann man mit ihr umgehen. Und deshalb ist es, wie gesagt, so wichtig, dass wir hier zusammenstehen. Und natürlich frage ich auch die Verbraucherschutzministerin dieser Bundesrepublik, warum um alles in der Welt setzt sie sich nicht für die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher ein, die zu 80% Gentechnik auf ihrem Teller ablehnen? Warum um alles in der Welt setzt sich diese Bundesministerin dafür ein, dass europäisches Gentechnikrecht geschwächt, aufgelöst, nicht angewandt werden soll? Was ist denn da los in Gottes Namen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf der Straße sind, dass wir zusammenstehen und wir lassen uns, weiß Gott, nicht einreden, dass wir technikfeindlich werden, dass wir fortschrittsfeindlich werden, nur weil wir ein kluges Vorsorgeprinzip hochhalten. Nein, diejenigen, die auf neue Herausforderungen immer die gleichen alten Antworten geben, sind diejenigen, die fortschrittsfeindlich sind, weil sie einem wirklichen Fortschritt im Wege stehen. Und ganz zum Schluss, wenn immer gesagt wird, man braucht Expertenwissen. Kein
Mensch muss Experte in irgendetwas sein, wenn er dafür eintritt, Risiken für die eigene Gesundheit und für die Umwelt abzuwehren und uns alle davor zu verschonen. Und deshalb gilt heute wie vor 10 Jahren, Gentechnik, nein, danke. Nicht in Deutschland, nicht in Europa und am besten nirgendwo. Bleibt alle dabei, kämpft weiter mit uns, damit wir das auch wirklich durchsetzen können. Dankeschön. Und die Nicole.